Jo Freunde, wie geht's euch? Ich reagiere auf den neuen Song von Revinzeit und Jan Jausemeyer, der hat sich ja umbenannt von Oh mein Gott in Jause. Der Song ist produziert bei Vincent Lee und ich bin mal echt gespannt, was die da abgeliefert haben. Und so wie es Thumbnail aussieht, ist es eher so ein Ballermann-Hit. Aber naja, schauen wir mal rein. Okay, das ist 100% an Karneval angepasst und das ist ein richtiger Ballermann-Song. Der Beat ist geil, aber es ist nicht so meins. Aber was passt, ist Ravenside und Jan Jausemeyer. Das passt irgendwie. Jausekäse. Boah. Anscheinend ist die Jause bei den dreien schon vorbei. Kann es irgendwie sein, dass die Jause falsch interpretieren? Weil Jause ist sowas wie ein, soweit ich das weiß, sowas wie ein Brunch, also ein zweites Frühstück. Ja, oder so ein kleiner Snack vor Mittagessen, so eine Art. Und die kombinieren das mit Feiern. Irgendwie interpretieren die das alles komplett falsch. Aber okay. Vor allen Dingen Genghis als Boss, der böse guckt. Aber das hat doch was von. Es ist doch ein Ape-Crime-Video, oder? Habt ihr nicht diesen Ape-Crime-Flair da drin? Irgendwie schon ein bisschen. Alter, Unge. Ey, das Training bringt echt was mit Tanzverbot. Läuft bei ihm. Und alle sehen jetzt ab und denken sich so, oh mein Gott, nicht der schon wieder. Aber der Fritz, der ist durchtrainiert, ne? Muss man ihm lassen. Oh mein Gott, ey. Ob die sich vielleicht bescheuert dabei vorkommen, so rumzuhampeln, das Tanzen zu nennen? Ich glaub nicht. Ich glaube, die feiern wirklich so. Krasse Scheiße, ach, da war gerade sogar Unge. Habt ihr ihn gesehen? Da ist er. Wieder ein bisschen pummeliger geworden. Da hat er wohl zu viel Sause gehabt, ne? Mit dem scheiß Fortnite-Tanz, ey. Ich wünsch, man könnte jeden, der so einen Fortnite-Tanz macht, einfach einmal Gras in die Fresse hauen. Ich glaube, das würden viele Leute feiern. Das Arschtattoo. Aber ey, dass ich das echt machen ließ und dass das Kommentar von ihm wirklich über 500.000 Likes bekommen hat. Ey, der ist einfach nur krank. Aber dass es durchzieht, Respekt an Jan. Das sieht auch wirklich so aus, als ob Madeira, wo die einkaufen waren, nur drei Bayernhemden gehabt hat und der Fritz hat keins mehr abbekommen. Oder es ist für die Frauen, dass die auch was zu sehen haben, weil die drei Links sind ja nicht so durchtrainiert und ja, wer weiß. Vielleicht hat er einfach nur Bock drauf gehabt, so rumzulaufen. Vor allen Dingen Revinzeit mit Jans Freundin, aber Abdel singt gerade. Okay, das Video ist echt gut durchdacht. Und ich denke an ihre Spalte und es kommt mir in den Sinn. Wo sind meine Jungs denn hin? Es kann
Ach stimmt, Ungar hat sich ja auch dieses Monetarisiert-Zeichen tätowieren lassen, weil einfach jedes Video von ihm grün ist und er einfach scheiß viel Geld damit verdient. Ist auch ein Grund für ein Tattoo, ne? Also. Okay, ich habe perfekt gestoppt. Aber das Mädel hat auch gefühlt irgendwie jeden Tätowierer da tätowiert, oder? Ach, Tätowierer tätowiert. Jeden YouTuber tätowiert. Ja, die hat ja auch einen YouTube-Kanal und ja, macht auch gute Arbeit. Aber was ein Bild. Rechts der Arsch von Jan und links Unge. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail sogar. Also vom Beat her geiler Song, definitiv. Vom Text her richtiger Mallorca-Ballermann-Hit. Aber ich habe ja auch mehrmals die Gewitter im Kopf gesehen, die beiden. Und ich frage mich, wenn sein Tourette kickt, spackt er dann genauso ab? Oder wie feiert der? Das würde mich echt mal interessieren. Na gut. Oh, es geht noch weiter. So, Platz 5 auf den Trends, Ravenside für Jan Jausemeyer, offiziell Musikvideo bei Vincent Lee. Geiler Song, gibt einen Daumen nach oben von mir. Aber ja, pumpen würde ich den jetzt nicht, definitiv. Das ist wirklich was, man feiern geht und auch nur, wenn man schon ein bisschen was Intus hat. Ah, na gut, aber wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, lasst eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut raus, bleibt geschmeidig. Sause.